Ach, falsch. Was habe ich hier gemacht? Scheiße. Das finde ich jetzt nicht gut. Das finde ich nicht gut. Moin zusammen, willkommen zurück bei Planet Zoo. In der letzten Folge haben wir die Bronzeziele für unseren Ahornwald-Tierpark erfüllt. Und zwar 3 Tierarten in Gehege und mindestens 350 Gäste. In diesem Video wollen wir versuchen, die Silberziele zu erfüllen. Wir haben zumindest schon mal eine Personalgesamtzufriedenheit von mindestens 75%. Was wir machen müssen, ist 4 Tierarten in Gehegen halten und 4 Tierarten in Vivarien. Die Vivarien sind ziemlich einfach abzuhaken. Mit den Gehegen müssen wir ein bisschen gucken, wie wir das genau platzieren und alles drumherum. So, jetzt gucken wir erstmal bei den Japan-Malaks vorbei. Ich habe das ja in der letzten Folge so ein bisschen fertiggestellt. Es fehlen immer noch Futterbeschäftigung und Spielzeuge. Aber das ist alles noch nicht erforscht, weil die alle gerade beschäftigt sind, die Forscher. Ein kurzes Update zu Mitarbeitern. Wir haben 2 Tierärzte. 2 Tierpfleger und ich werde gerade mal einen Tierpfleger nochmal einstellen, weil wir natürlich 3 Gehege haben. So, nicht vergessen, den Arbeitsbereich anzupassen. Sehr wichtig. Sonst geht keiner zu den Tieren hin von unseren Mitarbeitern. So, wir haben fast 30.000 und es steigt. Das heißt, wir gucken mal in den Tierhandel, was denn hier so an interessanten Tieren vorhanden ist. Wolf wäre noch interessant. Ich glaube, wir machen mal Wolf. Wolf, Wolf. So, die Wölfe brauchen ein bisschen was Größeres. Ich baue hier mal das Gehege hin. Ich hoffe, das reicht. An dieser Stelle möchte ich natürlich darauf hinweisen, es gibt viele Leute, die im Workshop Blaupausen zur Verfügung stellen. Also Baupläne quasi von ihren erstellten Sachen. Da gibt es unter anderem diese Höhle. Und das kann man sich im Steam-Workshop einfach abonnieren. Und dann hat man das direkt hier drin. Zum Beispiel so eine große Höhle. Jetzt die beiden einmal in die Quarantäne. Quarantäne abgeschlossen. Ja, aber der ist krank. Siehst du das nicht? Krankes Tier entdeckt. Ja, ich hab's auch schon entdeckt, Kollege. Viele Gäste denken, dass die Tickets sehr günstig sind. Oh, das werden wir aber gleich unterbinden hier. Einfach klasse, ist immer noch zu billig. Zack, zack. So, Tier ist angekommen. Da werden wir jetzt mal das Gehege ein bisschen bearbeiten nach den Vorlieben. So, Wölfe sind soweit. Quarantäne überstanden. Dann packen wir den auch da rein. Und dann haben wir hier das Gehege der Wölfe. Jetzt haben wir 4. Das heißt, wir brauchen noch 3. Pass auf, dann machen wir jetzt mal Vivarien. Ja, komm, wir holen jetzt die Abgottschlange. So, Kleintier-Vivarium. Vivarium-Standard. Das ist übrigens auch eine Blaupause aus dem Workshop. Dann packen wir es gleich ins Vivarium. So, dann müssen wir jetzt die Vivarium einmal anpassen. Layout ist natürlich noch nicht da. Temperatur müssen wir anpassen. Feuchtigkeit 70%. Sieht gut aus. So. Hier kommt der Bildungsinhalt für die Abgottschlange. Und das setzen wir auch nochmal nach hier vorne. Erstes Vivarium schon mal abgeschlossen. So, Wolf erforschen wir. Und wir stellen jetzt doch nochmal einen Tierarzt ein. Tierarzt. Kaufen wir uns gleich mal noch ein Vivarientier, und zwar ein Grünleguan. Einmal ein Vivarium. Vivarienhandel, grüner Leguan. Und rein da. Zweites Vivarium. Einmal Wölfe und 2 Vivarien dazu bekommen. Das heißt, wir brauchen jetzt noch 2 Vivarien und 3 Gehege. Oh, ich habe vergessen, Infotafeln aufzustellen. Das ist natürlich verheerend. Hier ist einmal der Wolf, das Lamm, Hurz. Brauchen noch Beschäftigung. Der wird bald Nachwuchs haben, dann schauen wir uns das doch mal an. Da ist er. Da ist er. Tsutomu. Oh, da fehlen noch Erwachsene. Ich müsste noch mal welche kaufen.
Japan Malak. Zack, zack, wieder zwei aufgenommen. Wie geht's unseren Mitarbeitern? Hohe Arbeitsbelastung. Wo ist unser Mitarbeiterraum? Hier. Haben wir da einen Pausenraum drin? Nö, Pausenraum. Wird behandelt. In Quarantäne. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Hämorrhagisches Fieber. Was soll das denn? Wo hast du das denn her, bitte? Wo hast du das her? Ah, passt schon. Ach, falsch. Was habe ich hier gemacht? Scheiße. Das finde ich jetzt nicht gut. Das finde ich nicht gut. Verlegung abbrechen. Das wäre ganz gut, wenn wir die Verlegung abbrechen könnten, Kollegen. Finde ich nicht gut. Das finde ich nicht gut. Das finde ich nicht gut. Komm, weg mit dem. Weg mit dem. Weg mit dem. Hallo, nein. Scheiße. Verleg den doch, hallo. Alter, jetzt nimm den da raus. Ey, das ist doch nicht wahr. Ja, guck da, mach deinen Tiertransport fertig. Du machst einen Scheiß, machst du. Alter, ey, Tiere. Alle Tiere versand fertig machen. Zack. Und der steht hier rum. Oh, ja, ja, moin. Lauf mal weiter, mein Kollege. Ja, 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 ja. Ich hab einen Plan jetzt. Ich kann auch nicht. Oh. Der rennt hier rum, es interessiert einfach mal keinen. Der Tierarzt! Alter, was ist denn das? Ey. Ich starte das nochmal neu. Moment, ich starte das nochmal neu. So. Mal neu geladen. Ach, guck mal. Jetzt hat er das Viech. Ich habe mal das Spiel zerstört, ne? Hat sich tatsächlich aufgehängt. Holla! Sieht aus, als wäre es abgestürzt. Ich hoffe, ich habe es jetzt gefixt. Ich glaube, das Problem war, dass hier der Japanmalak drin war und deswegen in diesem Gehege hier Wölfe und Japanmalaks drin waren. Die ganze Zeit. Auch wenn der schon wieder weg war, war hier das Ding so. Ich hoffe, dass es jetzt ein bisschen besser läuft. Dann wird es Zeit, wieder ein Gehege zu bauen. Die Rappenantilope. Gucken wir mal. Dann würde ich sagen, wir machen jetzt hier ein richtig großes Gehege. Ein richtig großes Gehege. So, also, wir wollen haben, was habe ich jetzt gesagt? Weißschwanzgnu und, wie heißt er? Rappenantilope. In die Quarantäne. So, jetzt wird es unübersichtlich. Quarantänephase, alle überstanden. Yuan Yun wird bald erwachsen. Dann machen wir das folgendermaßen. Wir nehmen jetzt den, packen den ins Handlungszentrum, Und dann gucken wir im Tierhandel nach taiwanischer Schwarzbär. Und wir haben hier nur ein Männchen. Das ist erstmal sehr schade, dann müssen wir weiterlaufen lassen. Kämpfe um Alpha-Status. Ja, okay. Oh, oh, jetzt geht's los hier, oh. Oh, oh, oh. Ja, mal sehen, wer gewinnt. Oh, er gewinnt. Wieder ist kein Strom. Ja, es gibt genau so eine Lücke hier. Da oben ist er. Ich glaube, er ist mittlerweile erwachsen geworden. Ne? Wir müssen ihm mal einen Kollegen holen hier. 5000. Alles klar, wird besorgt. So, ich habe jetzt einen neuen gekauft. Wir haben immer noch die alten hier. Die werden wir jetzt verkaufen. So, jetzt haben wir die älteren Schwarzbären quasi verkauft und einen neuen Schwarzbär gekauft. Ein neues Weibchen.
damit hier unser Kollege, der hier erwachsen geworden ist, damit der hier keine Inzucht betreibt. Ja, deswegen haben wir jetzt hier einen neuen geholt. Genpotenzial ist zwar nicht gerade gut, was hier Größe und so angeht, aber 97% erfolgreicher Chance erfolgreicher Empfängnis. Ansonsten hätte man niedrigere Werte, wenn man natürlich mit Inzucht daran geht in Sachen Fruchtbarkeit und Immunität. Und das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen ja die Werte so hoch wie möglich haben in unserem Nachwuchs. Quarantänephase überstanden, dann geht's los. Worauf wir achten müssen, ist halt sowas wie wird erwachsen zum Beispiel. Das Gehege muss gereinigt werden. Dann soll der Tierpfleger das doch mal machen. Oh, Bashiri ist schon ein älteres Tier. Aber die haben schon zweimal Nachwuchs. Das Komplizierte natürlich ist, wenn man Nachwuchs hat, wenn die natürlich beiden Geschlechts sind. Das Problem bei unseren Wölfen ist jetzt, dass sie zum Beispiel, hier haben wir ein männliches und ein weiblichen Nachkommen quasi. Das heißt, was wir machen müssen, ist warten, bis die erwachsen sind, können sie dann aber freilassen. Beziehungsweise eins von denen. Weil wir sie natürlich nicht zusammenhalten können. Wenn wir sie zusammenhalten, haben wir wieder Inzuchtgefahr. Das wollen wir natürlich nicht. Also was wir machen müssen, ist quasi eins von denen behalten und das jeweils andere freilassen und dann wieder ein zusätzliches kaufen. Wir schummeln einmal quasi. Hier unser eines Tier, das will irgendwie nicht fressen. Kann es ja auch nicht, ist ja gerade nichts drin. Aber wenn dieser Wert so eine gewisse Schwelle unterschritten hat, dann geht es auch nicht mehr dahin. Dann legt es sich dahin und geht nicht mehr zum Futtertrog. Deswegen verlege ich das jetzt in die Quarantäne und warte da ein bisschen. Und wenn ich es zurückverlege, sollte es eigentlich wieder in Ordnung sein. Aber ich hoffe, dass es dem dann gleich besser geht. Ich verlege den jetzt mal wieder zurück. Mal gucken, was passiert. So. Einmal gehackt quasi und jetzt geht es ihm wieder gut. Obwohl er nichts gegessen hat. Da ist es, ne? Jungtier. Oh, sogar Gold. Der hat perfekte Werte. Oh, Alter. Saphir erwartet auch Nachwuchs. Vom Weißschwanzgnu. Hier geht's richtig ab, ey. So, wir brauchen noch ein Gehege, wenn ich mich nicht irre. Gucken wir mal, ob wir irgendwas Wassermäßiges hier haben. Schwierig. Ich hatte eigentlich auf was Wassermäßiges gehofft. Na gut, wir sind ja simple Leute. Deswegen nehmen wir jetzt mal einen blauen V. 6. Sollte erstmal reichen. So. Gehege ist quasi schon eingerichtet. Müssen mit dem Gelände dann noch gucken, mit den Bäumen, wenn da einer drin ist. Was ich aber schon mal machen werde, ist einen zusätzlichen Tierpfleger einstellen. Damit ich es später nicht vergesse. Natürlich den Arbeitsbereich noch bearbeiten. Was man überlegen könnte schon, wäre, dass man die Tierpfleger aufteilt. Dass zum Beispiel hier ein Bereich ist und hier ein Bereich. Ich glaube, das mache ich mal. Jeweils alle im Zentrum und alle rechts. Wir machen hier mal Gehege, was ist denn das? Ost. Ich sage jetzt einfach mal Ost. Und dann zack. Mit den Vivarien natürlich. Gehege West. Dann Zoopfleger machen weiter Zentrum. Die Tierpfleger machen mal Gehege Ost, Gehege Ost, Gehege Ost. Einen lassen wir als Springer, den Rest machen wir Gehege West. Techniker lassen wir auch so, Sicherheitsdienst lassen wir auch so, Verkäufer lassen wir auch so. Tierarzt machen wir auch Gehege Ost, Gehege Ost, Gehege West, Gehege West. So, Gehege heißt blauer V. Mit dem blauen V haben wir dann das Ziel erreicht, hier mindestens 7 Tierarten. Jetzt bauen wir noch die beiden Vivarien. Und dann haben wir es schon geschafft. Du wirst bald Nachwuchs haben. Mensch, ich flippe aus. Alle haben so Nachwuchs. Vivarien, genau. Ich habe ja die beiden
Tiere hier. Bauen wir mal zwei Vivarien schnell und dann haben wir nämlich die Aufgabe erreicht. So, zwei Vivarien gebaut. Und jetzt haben wir hier einen, der kommt da rein. Und die gelbe Anaconda kommt da rein. Und zack, Silber erreicht. Ich will ja nicht eifersüchtig klingen, aber ich habe gehört, dass das Personal dort lieber für dich als für mich arbeitet. Ich kann es aber verstehen, denn du hast dich wirklich gut um die Mitarbeiter gekümmert. Da werde ich mich wohl mehr ins Zeug legen müssen, was? Es ist beschlossene Sache. Ich kaufe allen Mitarbeitern Cosmic Cow Eiscreme. Schön. So, Silber haben wir erreicht. Also, wir haben jetzt 7 Tierarten in unseren Gehegen. Wir haben 4 Tierarten in Vivarien. Und wir haben eine Personalgesamtzufriedenheit von mindestens 75%. Und unsere Tickets sind viel zu günstig. Für Gold brauchen wir dann 10 Tierarten in Gehegen und 6 Vivarien. Erwirtschaftet einen jährlichen Gewinn von $10.000. Haben wir jetzt schon. Wunderbar. Zusammenfassend, wir haben hier jetzt im Gehege drin Rappenantilopen, Weißschwanzgnus, wobei hier auch schon einmal Nachwuchs da ist. So, wir haben hier hinten immer noch unsere Leistenkrokodile, in dieser Folge ungefähr gar nicht zu sehen gewesen. Dann haben wir hier bereits in der zweiten Generation quasi taiwanische Schwarzbären mit schon wieder einem Jungtier und der Bär fliegt hier einfach mal den Baum hoch. Dann haben wir auf dieser Seite rechts Wölfe. Ne, noch nicht in der zweiten Generation, aber wahrscheinlich bald, weil der Wolf schon ziemlich alt ist. Und der spielt mit seinem Kind, ist das nicht süß? Dann haben wir hier drüben Japan-Malachs noch. Auch schon mit viel Nachwuchs, aber noch keinem erwachsenen Nachwuchs quasi. 6 kleine habe ich auf jeden Fall schon gesehen. Und dann haben wir hier drüben noch blaue Pfaus. Und sie sind auch relativ zufrieden mit noch keinem Nachwuchs, weil sie die neuesten Tiere sind quasi. Und dann haben wir hier noch 4 Vivarien. Letztendlich nur zum Auffüllen. Ich bin kein großer Freund von Vivarien, aber man braucht es halt für die Ziele. Mit $64.000 gehen wir jetzt also aus dieser Folge raus. Und in der nächsten Folge attackieren wir dann die Goldziele. Also, da sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein und ciao.